Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Grounded. Heute wieder ein kleines Guide-Tutorial, wie man die gefürchtetsten Gegner, für mich zumindest in dem Spiel, hier halbwegs tot kriegt. Ich sag's euch gleich, es wird kein direkter Kampf, dafür sind die noch meiner Meinung nach viel zu stark. Aber es gibt diverse Spots, wie hier bei diesem Kopf, wo man sie schön verpacken kann. Ich werde euch mal drei so Spots, denke ich, vorstellen, bitte nicht festnageln, wenn es nicht drei sind, wenn es aber vier. Aber drei werde ich euch mal demonstrieren. Der erste ist also hier. Ist auf der Map vor dem Ork Branch hier. Bei dem Yorked Head da. Da drin sitzt eine Wolf Spider. Das Wichtigste, dieses Blatt hier nicht kaputt machen. Normalerweise schießt man sie an, rennt da drunter durch oder springt drüber und die verpackt dann, man kann sie einfach töten. Easy cheesy. Wollen wir das mal. Ja, da ist sie. Lass mich nicht immer so schrecken, wenn die kommt. Ja, genau das. Nehmt euch meinen Bogen. Pfeile mit. Das war's eigentlich schon. Das habe ich jetzt schon 5, 6, 7 Mal versucht. Immer wenn ich vorbeikomme. Sammle ich die Zähne von der, diese Fangzähne, weil man die doch ab und zu braucht. Und wenn man es braucht, gar keine Spinne finden, ist ein bisschen zack. Das Ganze ist jetzt in der Patch-Version 0.1.2. Und aber ich denke mal, das dürfte in anderen ähnlich sein. Man kann die natürlich auch so bekämpfen, gibt sicher wo Tutorials, wie das auch geht. Aber du musst immer freies Gelände haben, du brauchst Platz. Und man braucht vor allem auch Glück. Kann das sein, dass die Mini-Spider da ein bisschen durchdreht? So, okay, das war der erste Spot bei dem Kopf. Ihr habt es gesehen, es bringt übrigens nichts. In der Höhle da rein zu latschen, da ist nichts. Da ist nichts. Da war so ein Raw Science-Teil. Ja, das kann man sich holen. Alles andere sehe ich da auch am Boden. So ein Scap-B-Ring. Ja, okay, passt. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Spot. Bis dann. So, da sind wir wieder. Zweiter Spot. Wir sind genau vor dem Bäumchen, vor dem Ork Tree hier. Nämlich in diesem Blatthaufen da. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Da sitzt nämlich manchmal, wenn man von hinten vorbeischaut, so eine Spinne drin. Und pennt. Normalerweise kann man die jetzt anschießen. Und die rennt gegen die Rückwand und kann sie gemütlichst töten. Testen wir mal. Ja. Ich sag deppert. Ab und zu schreckt man sich ein bisschen. Also muss ich sagen, ich schrecke mich ständig bei den Viechern. Die ist so zuckartig. Ich weiß, was sie macht. Ich weiß, dass die gleich da so durchsteht halber. Und bin mir trotzdem nicht sicher, ob sie jetzt nicht gleich durchkommt. Absolut kranke Viecher, wirklich. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man die im Nahkampf töten kann. Man funktioniert sicher irgendwie und es hat sicher auch schon ein Video gemacht, so ein Ultra Pro Mate oder so, aber wir als Normalsterbliche hier, sag ich mal, sind die schon ziemlich heavy. So, das war Spot Nummer 2, wenn man was von dem Spinnchen hier braucht. Und Spot Nummer 3, da weiß ich, dass er funktioniert. Ich muss nur Pfeile holen, ja, das kann sein, die Pfeile packen dann in die Blätter da oben. Spot Nummer 3. Hier. Irgendwo. Spot Nummer 3 folgt in Kürze. Bis gleich. So, da sind wir beim dritten und letzten Spot. Wir befinden uns hier. Also, ja. Beim Baum. Das weiß sicher jeder, da drunter sind die großen Spinnen, die Wolfspider. Und hier gibt es zwei so Äste mit zwei so Bäumen, so Weed davor. Da hängen sich die gerne ein. Und das, was man wissen muss, hier hat man Agro und hier hat man keine mehr. Die resetten jedes Mal oder laufen wieder weg, wenn man das Blatt berührt. Das heißt, wenn man hierher geht, die anschießend aufs Blatt läuft, sollte eigentlich dann, man muss sie mal ein bisschen kommen lassen. Probieren wir das mal. Zack! Jetzt hier.
Das war schon. Das ist nicht immer gleich. Sobald man aufs Blatt drauf geht, greifen sie nicht mehr an. Wollen wieder nach hinten rennen, dann meistens einen kleinen Radius, einen kleinen Bogen und verheddern sich dann in die zwei Dinger da. Geht sich auch an andere Stellen. Die Stelle ist aber wirklich schon wie gemacht dafür. Und ich habe das jetzt schon einige Male probiert. Das funktioniert jedes Mal. Kaum hat man ein Problem. Wenn ich jetzt auf den Baum gehe, habe ich wieder die Aggro von dem Viech. Mache ich jetzt aber nicht, weil es ist meine Pfeile. Aber unnötig waren, wenn der reset ist, vielleicht auch mit der Life. Nicht gleich, aber doch. So. Ich bin jetzt platt. Ich kann es euch mit der anderen jetzt nochmal zeigen. Ja, scheiß auf die Pfeile. Die besseren Pfeile, da die mehreren Pfeile nehmen wir mit. Die Spinne natürlich auch. Die lasst ja gute Sachen fallen. Oder seltenere. So, ich zeig's euch jetzt mit der zweiten nochmal. Ihr ballert die einfach an. Lasst sie kommen. Und geht's darauf und sie dreht wieder um. So, hängt fest. Wenn ich jetzt runtergehe. Jetzt ja. Kommt die sofort wieder gelaufen. Und wenn ich dann wieder weggehe, ist sie wieder resettet. Nur jetzt hängt sie nicht fest. Kann sie jetzt anschießen. Wie gesagt, sie macht irgendwie, wenn ich da stehe, nichts. Wenn ich runtergehe, kommt sie wieder gerannt. Jetzt hat sie den Weg nach drinnen geschafft. Holen wir es nochmal. Jetzt war es schon knapp herum. Und im Prinzip könnt ihr das Spielchen da so lange machen, bis sie einfach wo hängen bleibt. Okay. Gut. Das waren die drei Spots, wo ich die Wolf-Spider-Farm. Die sind auch regelmäßig immer wieder da, also. So. Vielleicht einfach nicht zum Schießen aufhören und dann nicht mehr bewegen, wenn sie stillstehen, nicht das, weil sie direkt zu euch wollen, ein Stückchen an dem Baum vorbei glitschen oder so. Gut, das war's. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Mir hat das sehr geholfen. Ich habe das nicht gesehen, ich habe das einfach nur gemerkt, dass das immer wieder funktioniert. Aber auch das teile ich mal mit euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ein Like, ein Comment. Ich freue mich über alles und würde mich sowieso freuen, wenn es ihr öfter zuschaut, kommentiert, fragt was, ich bin immer da und beantworte auch die Kommentare. So, danke, bis zum nächsten Mal, gesund bleiben, meine Freunde, und ciao.